mit Bianca. Christine, du darfst auch nach vorne kommen. Damit habe ich die Girolimo Tänzer hier vorne, aber wir sind ja noch nicht längst alle. Das heißt, Biene, bitte auch nach vorne. Und zu guter Letzt unser Chief William. Und jetzt bitte ich für alle, die hier vorne stehen, einen riesigen Applaus. Dankeschön. Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin platt, ihr habt euch was Tolles einfallen lassen, aber glaubt nicht, dass ich trotzdem mehr als meine 8 Tänze lerne. So, jetzt haben wir natürlich noch Leute zu ehren, die nicht unbedingt 5 Jahre dabei sind, aber wir haben noch jemanden zu ehren, der für uns ganz, ganz, ganz wichtig ist und ganz besonders wichtig. Ja, so, und ganz besonders wichtig für uns ist ein Mitglied, wo man ganz ehrlich sagen muss, man muss nur sagen, kannst du machen, sie macht. Man braucht nicht sagen, kannst du machen, sie macht. Und das, was sie macht, macht sie mit Herz und mit Seele. Draußen dieses Kastenhäuschen, das haben wir jetzt gekauft, damit wir nicht immer irgendwie so eine Dinger mieten müssen. Und da hat sie dann spontan, wie wir den Kaufpreis besprochen haben im Team, hat sie spontan gesagt, das stifte ich doch selbstverständlich. Und darum brauche ich nur sagen, was auf dem Schild steht. Und das ist sie dann auch, unsere Erna. Wenn wir ein vereinsinternes Fest haben, unsere Weihnachtsfeier, sie macht immer eine Wahnsinnsdekoration. Sie ist für uns alle immer da. Erna, du bist die Größte. Ja, dann noch eine Vorstellung eines jüngsten Mitgliedes. Der Papa hat es da bei sich. Wir haben jetzt ein Mitglied, das ist ganz jung, der war am Freitag auch schon mit dabei und ist dann so stolz über die Tanzfläche gelaufen. Unser Linus! Ja, und bevor wir hier noch ein paar andere Leute ehren wollen, habe ich eine ganz besondere Ehre. Und zwar möchte ich jemanden hier gebührend vor euch ehren, der viele, viele, viele Jahre für die Country- und Line-Dance-Szene ein Begriff gewesen ist, der ein Festival aufgezogen hat, was immer wunderschön war, wo die Leute immer hingefahren sind, der für die Country-Szene sehr viel getan hat. Lieber Bernd Merget, komm doch mal zu mir. Hiermit wird für besondere Verdienste um die Country-Musik an Bernd Merget diese Urkunde zum Dank für seinen großen Einsatz verliehen. Ja, vielen, vielen Dank an eure Organisation. Du hast jetzt 5 Jahre das Festival hier gemacht. Ich finde es ganz klasse. Ich bin seit 4 Jahren dabei hier. 20 Jahre hast du noch vor dir, das ist so weit los wie ich. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei und alles Gute und vielen Dank für die Auszeichnung. Und auch an unsere Gäste mal, die immer da waren. Das letzte Festival haben wir gemacht und haben dann aufgehört. Wir haben am 22. September nochmal eine Veranstaltung. Wir hatten ein Festival, die hier waren und bei uns waren, wissen das.
Das hat einen anderen Stil wie bei uns. Wir brauchen zwar mehr die Musik, er hat halt noch ein riesen Rahmenprogramm dabei. Und das ist schon, ich muss sagen, eine Sauarbeit für ihn. Gut ab, mach so weiter. Komm ich noch ein paar Jahre. Wollte ich gerade sagen, du hast mir jetzt die nächsten 20 Festivals aufgebürdet. Da musst du die aber auch kommen. Okay, danke schön. So, dann habe ich noch, ich fasse mich jetzt kurz. Wir haben hier Freunde. Freunde, die seit langen Jahren zu uns kommen und uns seit langen Jahren tatkräftig unterstützen, ohne die wir viele Dinge, die wir so machen müssen, hier beim Festival auch nicht immer schaffen. Und da haben wir jetzt eine kleine Ablautung. Unsere guten Freunde aus dem Niederrhein, die Flophaus Rheinmetzers. Weiter wollen wir mit unserer Medaille ehren. Wo ist er denn? Der Thomas Lehnhardt. Komm mal bitte zu mir. Der Thomas ist seit vielen Jahren unsere gute Seele. Er macht mit beim Ton, er macht mit beim Licht. Aber nicht nur das, den brauchst du nur ansprechen. Mitten in der Nacht ist er für uns da. Der klettert bis in den Giebel hier rein. Und nicht nur das, er ist ein guter, toller Kumpel. Auch dir Dankeschön. So, jetzt suche ich nur noch einen, den ich jetzt suche, das ist der Marc. Wo ist denn der Marc? Unser Getränketeterer, der Marc. Wir haben so eine tolle Zusammenarbeit. Ich brauche hier eigentlich nur Dinge zu denken, dann macht er die schon. Immer gute Ideen, immer gut drauf. Und ich glaube, mittlerweile dürfen wir sagen, du hast die Medaille verdient. Du bist eigentlich ein Geronimo, oder? Also, wir haben uns vor 4 Jahren kennengelernt, wir haben telefoniert miteinander und ich habe gesagt, ich versuche das und seitdem bin ich 4 Jahre jetzt hier, habe wundervolle Menschen kennengelernt, einen richtig tollen Verein bei den Geronimos und ich denke, wir sind auch gute Freunde geworden und ich komme auch jedes Jahr wieder hier. Danke dir. Ja, dann sind die beiden letzten Ehrungen, die ich noch machen muss, darf, nee, nicht muss, darf. Als erstes würde ich mal bitten, unseren Kleinsten, den Duke. Duke ist Eva Eastmann, das weiß also fast jeder mittlerweile. Auch unsere gute Seele, der springt ein, wo man ihn braucht. Selbst wenn du gerade mal nicht glaubst, er ist da, dann tritt er der vor jedem auf der Hand und sagt, ich habe schon nichts erlebt. Er macht bei uns die Technik, er kümmert sich im Backstage-Bereich. Und Juk, auch weil du ein super guter Freund bist, würde ich dir und wünsche dir, dass du noch lange, lange mit uns arbeitest. Ja. Die letzte Ehrung zu machen, muss ich eine ganz kurze Geschichte erzählen und dann lassen wir euch die Tanzfläche gleich wieder. Ich habe da mal einen Anruf getätigt, so vor einigen Jahren, und habe da erzählt, der anderen Seite am Telefon, dass ich vorhabe, ein großes Festival zu machen. Da habe ich Skepsis gespürt. Dann habe ich mehrere Male telefoniert und immer kam dann so, naja, das merkte man ja so aus dem Gespräch, was der da erzählt, ob das alles so ist, ob der das so hinkriegt, meint er das ernst. Und mittlerweile ist aus diesem Telefongespräch eine wunderbare, enge, tiefe Freundschaft geworden. Eine Freundschaft zu meiner Freundin, Kollegin und zu meiner, ja, ich sag mal, liebsten Mitstreiterin beim Festival, Eva East. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir alle
die gearbeitet haben, geehrt. Und schließe, willst du mir das Mikro aus der Hand reißen? Aber ich habe ja hier eine Aufgabe zu erledigen. Und meistens sorge ich dafür, dass die Menschen sich hier ausdrücken können, musikalisch oder tänzerisch und mit Applaus für die Geronimos. Und das brauchen wir nicht mehr üben. Ich weiß, das kommt von Herzen. Für alle Geronimos. Erstmal einen riesen Applaus für dieses ganze Team, auch für die Flockies natürlich. Absolut umwerfend. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Und ich werde irgendwann auch selber mal Line-Dance üben. Ich bin nämlich ein Ehrenmitglied der Geronimos und kann es nicht. Hab bisher keine Zeit gehabt, aber ich denke, im nächsten Jahr, so einen kriege ich ja hin, wenn die das können. Ich komme zu euch, da könnt ihr mir das beibringen, was ihr da macht. Ja. Ich habe noch etwas anzukündigen, bevor es gleich weitergeht mit Charlie and the Outlaws. Wir haben Unterschriften gesammelt.